Und weil dies letztlich immer ein völlig aussichtsloses, undurchführbares Unterfangen bleibt, dreht sich dann der Spieß irgendwann um und die Auswürfigen beginnen sich selbst autistisch-motistisch zu trösten, indem sie in die Simulation des Nirvana oder in die Unificatio Mystica einkehren, in jenen Verschmelzungspunkt der verlorenen Dyade verlegen, sich selbst ins eigene Du in das bist du, in das Tattvam Rasi jenes alten Mönchs, der von Dankbarkeit spricht, allein mit dem Alleinigen eine zweite symbolische Ersatzwelt, in der die linke Hand die rechte umarmt oder sich die Handflächen ineinander verschränken und zum Schoß ihrer selbst werden, wie eben im Zen-Stoizismus als Meditationshaltung. Manche Frauen geben ihren Brüsten Namen. Man sollte seinen Händen oder Armen auch Namen geben. Aber der Vorschlag von Lacan, sie Peter und Paul zu nennen, das wäre verfehlt. Ich weiß nicht, ob die beiden Zwillinge an der Brust der Mutter im Beispiel von Augustinus, die sich Todspinnefeind grimmig anblicken, ob deren Namen genannt wurden. Wer weiß, müsste man die Confessiones wieder aufschlagen. Das lohnt aber nicht.